Der Priester steht wieder am Altar. Da wird wieder Zeit, ne? Entschuldigung, hallo? Ich gebe euch Brot. Ich gebe euch Brot. Bitte bumset. Ich gebe... Entschuldigung. Bitte bumset. Das ist auch so doof. Ein für dich. Noch ein für dich. Alter. Ja. Okay. Der Priester muss wieder. Der muss mal wieder ran. Das ist... Ich kann da nichts für. Der ist einfach immer oben bei den Betten. Das ist wirklich... Das mache ich nicht extra. Komm. Ey, ihr habt so viel Brot jetzt in euch drin, ne? Ah, er muss jetzt mal beten. Ja. Übrigens, ich brauch mal hier von dir auch Kram, ne? Ich meine, schon cool, weil ich könnte Redstone von dem... Ich würde ja schon gerne ein bisschen da so und so weiter und so fort. Der Herr sprach, geht hin und bumset Vögel und... Nicht mich! Nicht mich, Mann! Ihn! Der Priester hier, ne? Das ist mir einer. Ja. War übrigens das hier, Bob. Ein paar Blümchen draußen. Ja, wir gucken mal. Ihr werdet schon noch. Ihr werdet schon noch. Die Jukebox fehlt noch. Was? Oh, guck mal hier schön. Oh. Ja. Toll. Na du? Dir gebe ich am besten dann erst ein Papier, ne? Sollte ich auch bei den anderen eigentlich machen, aber nee. Der kann uns übrigens irgendwann eine Karte zu einer Woodland-Menschen geben. Wird interessant. Wird interessant. Na? Ach so, der hat die ja doch. Hä? Hab ich gar nicht gesehen. Gerade. Warum zeigst du mir das jetzt erst? So. Pack ich mal das so lange bei Ihnen rein. Das so lange bei Ihnen rein. Und das? Wir haben 17 Emeralde schon. Zwei schöne Röschen. Kann man machen, oder? Und unter uns sind natürlich ein paar Böselchen. Wir haben eine schöne Karte, die würde ich gerne erweitern. Dafür wäre es eigentlich ganz cool, wenn wir ihnen nochmal zwei abnehmen. Eine Karte erweitern, ne? Das ist eine Karte verdoppeln. Scheiße, wie erweitere ich denn eine Karte? Was habe ich verkehrt gemacht? Ich meine, ich muss den E-Leveln, ne? Alles gut. Den muss ich E-Leveln. Auch wenn ich jetzt meine Emeralde erstmal ausgegeben habe. Ich höre die ganze Zeit ein Zombie. Ist das eine Einbildung oder... Nee, nee, die sind alle unter uns. Sind leider alle unter uns. Sind denn jetzt hier alle in Arbeit? Ja, ne? Ich glaube, die haben jetzt alle Arbeit. Mit Papier. Mit Papier, glaube ich. Oh, ja, dann, haben wir auf jeden Fall... Ja, das ist natürlich doof, ne? Aber egal, was soll's. Haben wir halt zwei leere Maps. Papier. Ja, dein Kollege da, der hat mich auch noch nicht gehauen. Der kann auch frei rumlaufen. Du erstmal nicht. Ah, schön. Wunderschön. Ich würde gerne noch mehr Papier anbauen. Und ich würde es halt auch gerne eigentlich da drin machen, aber... Dann hätte ich halt nicht mehr so wirklich einen Grund, hier hinzukommen. Das wäre auch doof. Karte plus Papier. Okay, danke schön. So. Hat doch alles bis jetzt ganz okay geklappt. Feather Falling haben wir ja auch. Haben wir doch, ne? Ja. Bringt noch nicht so viel, finde ich. Aber was soll's? Oh. Oh. Da war gerade ein Hühnchen, doch dann war es weg. Ich sag ja, diese Welt hier, ne? Schwierig. Schwierig.
Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich finde das auch ein bisschen gruselig. Ihr habt gerade das Huhn gesehen, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Das Huhn, das sich vor mir in den Tod gestürzt hat. Nur mal so, ne? Evil Chicken. Das war nicht Evil Chicken. Das war auf jeden Fall ein Chicken, das nicht mehr wollte. Vielleicht die Mutter von Evil Chicken. Die sich einfach dann hinuntergestürzt hat, weil die nicht mit den Taten ihres Kindes klarkam. Was ist das da hinten? Habe ich noch ein Boot bei? Nope. Sad Chicken. Das war Sad Chicken. Die Mutter von Evil Chicken dann. Oh Gott. Ja, Schweine, ganz viele. Das ist süß. Hallo, guten Tag. Wir trauen uns schon ein bisschen weiter weg jetzt. Ich baue mir jetzt ein Boot. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Und gute Nacht an Adler 001. Gute Nacht. Da vorne waren wir noch nicht. Das wäre ganz neu jetzt. Oh, was mache ich denn da? Pappnase manchmal. Nur mal gucken. Nur mal ein bisschen rumgucken. Oh, da vorne gehe ich hin. Da ist wieder Papier. Wir brauchen sehr viel Papier. Wisst ihr, was geil wäre, wenn wir jetzt einfach noch ein... Warte. Jetzt einfach noch ein Dorf finden würden. So. Und da hinten ist ein Sumpf. Schleime. Ich brauche Schleime. Mal gucken. Wir finden bestimmt gleich locker wieder zurück. Auch Papier, aber wir gucken erstmal ein bisschen. Hä, das sieht aus wie ein Eingang. Guck mal da, der Pilz. Das sieht voll aus wie so ein Eingang. Hä? Komisch. Hab ich noch nie gesehen. Eingang ins Pilzland. Fuck Punk, der läuft gerade über VRs Schleim, was? Ich guck mich nur ein bisschen um. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier schon rumlaufe. Ja. In Minecraft kannst du Leben nehmen oder Leben geben, je nach Menschlichkeit. Ja, ich bin nicht menschlich in Minecraft, obwohl ich gebe ja gerade Leben mit Brot. Ich sorge gerade dafür, dass Kinder geboren werden. Und ich weiß total, wo ich jetzt hier hin muss. Habe ich ein Bett bei? Bitte sag, ich habe ein Bett. Okay, ich habe ein Bett bei. Alles gut. Boah, ist das schön. Ist das toll, Leute. Ist das schön. Wo ist denn meine Heimat hier? Ist hier irgendwo Licht? Dann weiß ich, wo ich bin. Nope, da ist kein Licht. Ja, wir müssen jetzt da schlafen gehen. Oh, da vorne ist das Licht. Da vorne ist das Licht. Das heißt, ich muss dahin. Ja, da vorne ist die Klippe. Ich werde mein Bett kurz hier aufbauen gleich. Das wird mir sonst zu heikel hier. Wir brauchen eine größere Karte. Dö, 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 dö. Eine größere Karte und ein Schwert. Was? Genau, ich glaube, ich spiele auf der 114. Wir haben leider noch keine Bienen hier und ich weiß auch gar nicht, ob man das einfach so wechseln kann und das alles so bleibt. Weil ich hätte schon gern die Bienen auch. Ich finde die total süß. Sieht aber sehr hübsch aus. Ja, das ist alles sehr hübsch hier. Also mit dem Shader sieht halt alles echt voll toll aus. Nach unten, also im Untergrund waren wir ja jetzt noch nicht so wirklich viel, ne? So Diamanten und so wären auch schon ganz cool eigentlich. Jetzt will ich alles haben. Alles. Bis wir wieder sterben und ich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen werde.
Nochmal hier, unserem Feld. Updaten sollte eigentlich gehen, wenn man keine Mods hat. Wechsel kann Probleme machen. Ich meine, ich kann ja die Map dann trotzdem nochmal vorher sichern, ne? Und dann kann man es probieren. Obwohl die Map ist ja... Ich kann ja wieder zurück auf die 1.4. Bitte sag ja. Auf einmal ist das ganze Dorf hier einfach nur eine große Biene. So. Haben sie sich zu einer Biene verformt. Die sich selbst tötet dann. Ich habe keine Ahnung. Mich würde hier einfach gar nichts mehr wundern. Ich würde hier einfach gar nichts mehr wundern. Ah! Ja, aber da hab ich da gehört! Hallo! Na? Der Priester! Oh. Krieg der Kind einfach Brot? Das brauche ich für gleich. Der Priester hat wieder ein Wunder! Der Priester ist wieder Vater geworden, Mutter, irgendwas. Aber was hat der wieder für Geräusch? Herr Priester, haben Sie es wieder getan, ja? Will ich nur noch mal festhalten, der Priester ist schon wieder Vater, Mutter geworden. Unfassbar. Und Wechsel macht keine Probleme, dennoch Backup machen. Okay. Aber du musst halt ein wenig laufen. Für Bienen, da hat ihn nur in den neuen passenden Chunks generiert werden. Jo, stimmt. Stimmt, das kann ja gar nicht mehr hier sein. Okidoki. Es wurde wieder ein Kind geboren. Ein Wunder. Ein Wunder, Leute. Warte mal ganz kurz. Brot. Ja. Miep. Voll süß. Weißt du was? Du bekommst auch Brot. Nimm dieses Brot. Und bumse, was das Zeug hält später. Cool. Wir haben also jetzt Golems, Kinder. Also heute gepriesen sei der Priester. Also heute ist doch echt gut, oder? Heute ist doch wieder echt gut. Hey, da kann ich wieder Clay verkaufen. Ist auch sehr schön. Dankeschön für Clay. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen Papier. So, das reicht nicht. Das sind nur 7. Scheiße. Oh. Oder? Wupp. Natürlich. Ja, natürlich. So muss ich das wahrscheinlich machen, oder? So, und dann so einmal so rum, ne? Ist that right? Gepriesen sei Pan, die heilige Puffmutter. Alter. Wie mache ich denn nochmal? Ach, mit Wolle. Ah! Sir! Was ist denn mit Ihnen los? Sie ihr Stand etwa broken. Muss man den mal wieder hinpacken. So, ach, meine Nase. Hä? Och nö. Der spinnt schon wieder. Keine Ahnung. Manchmal ist das so buggy immer. Tja, süß. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, es nimmt langsam Form an hier. Unser schönes Dörfli. Ging das am Map-Tisch nicht mit Map plus 1 Papier? Können wir mal gucken. Wir können dann mal gucken. Hier ist meine Map. Oh, warte. Hier ist meine Map. Und hier ist ein Papier. Ah! Wir gucken mal. Ging das? Ja, vielen Dank. Oh, das ist ja viel geiler. Oh, das hätte ich vielleicht bei Tobi auf dem Server auch so machen sollen. Noch mehr! Noch mehr! Noch mehr! Nö, das ist mein Tisch, Typ. Das ist jetzt mein Tisch. Okay, das ist sehr cool. Aber ich mache mir noch eine Map. Bitte nicht wundern. Ist die, warte mal. Welches jetzt? Okay, das ist die Map 05. Einfach nur... Die will ich mir nämlich dann hier reinhängen. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche Map welche ist. Das ist eigentlich alles das gleiche. Und die werde ich dann ab und zu abnehmen und mitnehmen. Und die andere werde ich, glaube ich, erstmal wegpacken. Obwohl, die hätte ich vielleicht kopieren sollen. Ah! Menix! Vielen Dank fürs Hosting. Vielen, vielen Dank. Was ist los? Ach, jetzt auf einmal geht das. Jetzt auf einmal geht das. Dann gib mir mal alle direkt. Wir können neue Sachen machen. Wir können jetzt einen Redstone-Block machen. Weißt du was? Oder ich pack die mal in irgendeine Kiste. Ich pack die mal kurz hier vorne rein. Kopieren wäre besser gewesen. Ne? Ja, ich bin so eine Panne-Banane. So, weg damit. Nehmen wir die hier erstmal. Oh, ich bin aber auch echt gut durch jetzt. Wie lange streamen wir heute schon? Eine Karte und ein Papier, das ist so.
Jeder Schritt kann ein letzter sein. Ja, ich weiß. Ich weiß. Eigentlich habe ich unter mir so viele Monster, dass ich mir überlege, irgendwo ein kleines Loch zu graben und dann einfach die ganze Zeit das Blöde ist doch, wenn ich ein Loch mache, dann würden hier alle reinfallen. Pfeil und Bogen rein. Warte mal, ich will mal kurz was gucken. Ah! Oh! Nee, ich kann das jetzt nicht gucken. Guck mal, was ist das? Ein Feld? Ja, ist ein Feld, ne? Ja, kannst du mal sehen, ne? Willst du Brot? Ich habe Brot gefunden, warte. Ne, habe ich nicht, habe ich wieder abgegeben. Kriegst kein Brot, tut mir leid. Guck mal, er. Oh, guck mal, wie süß! Oh, schön. Wassergraben um die Mauer. So wie ich bei Tobi hatte, ne? Das wäre auch ganz cool. Übrigens, ich müsste eigentlich wirklich auch mal ab und zu angeln gehen. Aber halt von Hand. Was das Ganze so doof macht. Oh Gott. Knapp 7 Stunden paaren. Oh. Ja, meine Konzentration lässt immer eigentlich schon nach 30 Minuten nach. Entschuldigung. So, ein Bettchen. Ist das nochmal zum Notfall da? Dann würde ich mal ein bisschen in die Richtung da vorne gehen. Haben wir das gezähmt? Nee, ne? Nope. Wie die Bits werden nicht angezeigt. Alex, vielen, vielen Dank für deine Bits. Aber nee, wenn ich spiele, mache ich das tatsächlich immer alles aus. Weil, also kommt auf immer an, bei welchem Spiel. Aber bei Minecraft Hardcore hier zum Beispiel ist das Problem, dass, wenn ich einen falschen Schritt gehe, irgendwie, wenn ich im Chat gucke und ich falle irgendwo runter, dann ist hier halt das ganze Ding vorbei. Deswegen, oder bei so Horrorspielen oder Storyspielen. Deswegen nicht böse sein, aber vielen, vielen Dank. Vielleicht soll ich das irgendwo nochmal unten vermerken. Einfach so. Dass ich dann während des Spielen manchmal die Alerts nicht. Aber wir haben hier den Talkbildschirm immer an. Warte. Upp. Upp. Ist auch noch ein eingesperrter. Warte. So. Hahaha. Das war richtig schön abfarmen da jetzt gleich. Ah! Jetzt will ich wieder abfarmen, Gölsing. Aber nur wegen den Erik, weil der andauernd so voll die blöden Wortwitze macht. Abfarmen, Göl. Oh Gott, dann habe ich sowas in meinem Kopf. Wird ein kleiner Texthinweis. Nee, nicht unter der Cam, so ein Texthinweis. Oh Gott, es wird voll stören die ganze Zeit. Nee. Es wird beim Spiel halt voll stören. Und wie gesagt, wenn ich Story-Spiele oder so spiele, wenn da sowas steht, wenn ich das vielleicht später sogar auf YouTube auch hochlade, das ist super störend für die Leute. Nee. Einfach unten, glaube ich, in den Panels sollte ich das mal machen. Warte. Hup. Na? Nicht? Da, darf ich das haben? Da. Ah! Bin schon wieder voll, ne? Ja, natürlich. Ne, bin ich nicht. Hä? Kannst du das mal bitte geben? Dankeschön. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. So ein 3-Seiten-Word-Dokument. Frage, wann streamt Erik wieder mal? Das musst du den Erik fragen. Und wieder mal, der hat erst gestern gestreamt. Der streamt jeden Freitag. Aber heute ist der Pan-Stream. Heute ist nicht der Erik-Stream. Warte mal. Oh, das sieht aber von außen ganz interessant aus. Das war ungewollt, aber ja, sieht ganz interessant aus. Maler Ingo, also ich sehe die Panels am Handy. Achso. Paneele. Oh, guck mal, wie schön belebt das schon hier ist. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr, mein Freund. Da geht noch mehr, ne? Ja, bumsi, bumsi. Ne? Gehst du her? Ja, Mama, her. Dankeschön, du Arsch. So, bevor du pennen gehst. Wo ist er? Ach, geht er schon schlafen. Ich gehe mal ne... Oh, hier liegt überall immer Brot rum. Steh mal auf. Ja, play. Ja, das ist voll schön hier. Auf! Darf ich? Dankeschön. Bist du schon wach? Bist du schon wach? Sir, ich habe Clay. Da ist er schon. Boah, da ist er direkt schon mit den Emeralden soweit. Oh, da haben wir wieder ein bisschen zu viel gehabt. 8 Stück haben wir. Ich würde ihn noch einmal gerne leveln. Ah, jetzt levelt er.
Okay. 3 Goldkiste von mir nicht. Okay, ich würde Lappi Lappaluzzi kriegen. Das ist eigentlich voll geil. Und da verkralle ich mir auch mal direkt welche, weil wir so nämlich unsere Sachen verzaubern können. Ich bräuchte da wieder einen Verzauber. Oh, 2 Kinder! Ah! Was ist das denn passiert? Guck mal! Ja! Ja! Oh, ist das toll! Oh, das ist voll toll! Ja, guck mal, wie die spielen! Ja, Ferdinand, ja! Ja, Roswitha, ja! Du kannst toll auf dem Bett springen! Ferdinand und Roswitha, das ist so schön. Bitte nicht bumsen, ihr seid noch zu jung. Das ist schön. Oh, GG läuft, ja. Ha, wir sollten mir bumsen, habe ich gerade überlegt. Ja, solltet ihr tun, ist das so. Eine sehr gute Idee. Voll schön. Da freue ich mich voll. Hallo, ja, guten Tag. Heute habe ich meinen guten. So, One-Punch-Golem, viel Spaß. Ja, ist die Freiheit. Darf ich? Ja, du darfst. Du darfst. Da ist sogar noch jemand. Auch Bumsen? Auch Brot? Ist das schön. Meine kleine heile Welt hier. Ist das schön. Ja, dann gehe ich mal ganz kurz hier. Nein. Okay. Da wollte ich sich irgendwie rausbacken. Gehe ich nochmal ganz kurz Sachen wegbringen. Wenn man irgendwann mal Kinder hat, selbst Kinder hat, kann man die kaum unterscheiden. Sieht genauso aus wie Villager dann. Ich werde jetzt einen großen Villager-Kopf bauen. Dafür brauche ich Mending, damit ich die Pilze abbauen kann. Damit ich da so ein hellbraunes Zeug da irgendwie habe. Da hinten. Da, warte. Das ist die Villager-Hautfarbe da vorne. So doof. So. Ja, da haben wir hier eine Menge jetzt, ne? Was ist denn mit dem Eisengolem? Warum war er angeleint? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. So, sehr wertvolle Sachen. Zack, zack. Dann haben wir noch einmal Essen. Dann packen wir dich hier rein. Sehr wertvolle Sachen haben wir noch das hier. Dann bei den Pflanzen packen wir noch das rein. Beim Essen kommt noch das, das. Die Brote packe ich da nochmal rein. Cursed. Wir haben leider erst 8. Das ist voll doof. So, 60 Clay. Diverse Sachen packe ich eigentlich immer so die Deko-Sachen rein. Hier, den hier können wir noch, den können wir später auch noch aufhängen. Er hatte es verdient. Das stimmt. Das ist wahr. So. Was machen wir? Das dahin, das dahin. Und ich habe schon gehört, hier sind Kollegen. Die Sache ist nur, die Kollegen sind hier unten, glaube ich, ne? Unter uns irgendwo wieder. Hier. Hier unten. Ich wünschte, ihr wärt hier. Ich könnte dich jetzt einmal so richtig schön reinschießen. Ihr Penner. Ich sollte das nicht tun, ne? Mach's mal trotzdem. Das geht ja ganz schön tief rein hier. So. Boah, hier hätte ich auch ganz viel Matsche holen können. Und so ist so. So. Oh, sie wird übermütig. Ja! Entschuldigung. Also, ja, merke ich selber. Das merke ich ja wieder selber, ey. Ganz viel Eisen, ganz viel Kohle. Hier haben wir auch noch ganz viel Kohle. Das da ist immer noch sehr interessant. Eine also wir brauchen schon irgendwann mal eine Diamantrüstung, ne? Weil so lange so feige sein, wird langweilig, glaube ich. Wie kriegst du das Wasser so krass hin? Das ist ein Shader. Das ist ein Shader einfach nur. Optifine installieren für Minecraft und dann ein Shader drauf. Die Shader-Mod. Also die einzige Mod, die ich hier habe in Minecraft. So.
Nein, wieder Leben am Limit. Ich sollte echt aufhören. Aber wieder sehr schön heute schon wieder Minecraft, ne? Mal gucken, ob wir vielleicht gleich nochmal was Kleines irgendwie machen. Weil ich merke so ein bisschen, wenn die Konzentration nachlässt, sollte ich Minecraft lieber aufmachen. Aber ich bin schon sehr happy. Da haben wir einfach die ganze Zeit diesen Nachwuchs im Dorf. Und wir haben nur einmal aktiv geschubst. Gedrückt. Und da vorne haben wir wieder Papier. So. Bupp. 1:59 Uhr. Okay, wir machen doch nicht mehr. Also wir machen wirklich nicht mehr lange. Wir machen wirklich nicht mehr lange. Der Musician, der Verrückte, ne? Ist der fertig mit seinem 100-Stunden-Stream oder macht er den noch? Weiß das jemand? Den Verrückten, ey. So. Das ist was für eine Sheba-Mod. Nein, Sheba ist für Katzen eine Mod. Damit kriegst du die manchmal der ganze... Der ist noch dran. Okay. In den letzten Zügen oder ist es noch voll... Da ist er noch voll dabei. Weiß das jemand dann? Der ist noch dabei. Gut. Dann würde ich sagen, schiebe ich euch nämlich gleich mal zum Musician rüber. Der macht nämlich einen 100-Stunden-Stream. 100 Stunden. Also auch mit Pausen und sowas alles. Aber trotzdem, ich glaube, einmal im Jahr. Ich hoffe, er macht es nur einmal im Jahr. Das ist ganz gefährlich. Nee, er macht dann 100-Stunden-Stream. Da würde ich euch gleich dann drauf verweisen. Hey, hast du toll. Warum ist das hier eigentlich immer so? Guck mal hier. Typ. Typ. Pack das so lange da rein. So. Er ist mad, weil Steam ihm keine Software-Family sharen lässt. Was? Was? Das hat beim Erik und mir tatsächlich auch nicht geklappt, ne? Wir haben das ja auch mal versucht, weil ich unten ein Spiel spielen wollte, was der Erik besitzt, was es tatsächlich nicht mehr gibt auf Steam. Das muss er echt irgendwann mal machen. Typ, ich hab nix. Was willst du? Warum hab ich dich angeklickt? So. Erinnere mich mal dran, beim nächsten Mal Minecraft, wenn wir das spielen, ne? Also hier wird eine Party los, ey. Beim nächsten Mal Minecraft, wenn wir das, Der würde jetzt, leveln. Oh, wenn ich dir das gebe, bekomme ich also Emeralde. Ja, das ist ja ganz nett. Der hat zwar nicht so coole Sachen eigentlich, aber es ist auch immer gut, Leute zu haben. Sascha, das mit dem Papier, das wächst nach. Das ist eigentlich ganz geil, dieser Kreislauf. Das Papier wächst nach, dadurch kriegen wir halt Emeralde. Die Emeralde können wir dann, damit können wir die anderen leveln und damit können wir uns halt andere Sachen kaufen. Ja, und sonst so? Wo sind denn eure Kinder? Was seid ihr für Leute? Bei ihnen geht immer noch nicht, ne? Was ist eigentlich mit so einem Magic-Tisch? Ich muss immer noch Bücher. Ich brauche Bücher. Stimmt. Bücher wollte ich noch machen. Oh nein. Oh nein, was? Nein. Seid ihr doof? Geh weg. Rette die Kinder. Geh da raus. Seid ihr doof? Wie seid ihr denn da reingekommen? Das ist gefährlich. Oh mein Gott. Das ist aber nicht so gut. Was ist denn? Oh mein Gott, der Nachwuchs. Der Nachwuchs ist auch bescheuert. Ich dachte, ich kann das irgendwie austreiben. Oh Gott, das ist einfach das, was ich... Boah, ey, nur Ärger mit denen. Ja! Warum wollt ihr denn alle sterben? Ich mach's euch doch voll schön. Guckt doch mal, wie schön das alles ist. Ihr habt gar keinen Grund. Ihr habt keinen Grund. Tiere. Die brauchen Tiere unbedingt. Die brauchen Fleisch. Ich meine, die brauchen Tiere unbedingt. Wenn die Tiere haben, dann machen die das nicht mehr. Ja? Ich mache mir so Sorgen. Warum sind die alle so komisch drauf? Bei mir. Kannst du bitte mal Kartoffeln nehmen? Ich habe voll viele Kartoffeln. Ich hole mal ganz kurz nochmal Möhren, ja? Wie kann es denn sein, dass selbst der Nachwuchs doof und doof gleich doof? Oh. Selbst der Nachwuchs, ey. Ich glaub's einfach nicht. Fahren du die Jungs mehr therapieren? Wie? Wie? Überleg dir mal. Denk mal daran zurück. Der Golem. Die Villager. Der Händler.
Und nochmal der Händler. Ne? Der Bruder vom Händler dann ja auch. Denk mal daran zurück, was hier die ganze Zeit passiert ist. Von wirklich von Anfang an. Und dann kommen die Pillager. Und jetzt überlegt einmal, was passiert denn mit den Pillagern immer, wenn sie da sind. Die springen in der Grube. Nicht nur in der Wassergrube hier vorne. Die waren hier vorne auch mal in der tiefen Grube. Sind einfach alle da reingesprungen. Ich lasse das mal so stehen. Ich lasse das einfach mal so stehen, ne? Wollte ich nur mal sagen, Imt.